Was die Entwicklung des ILM anbetrifft, so hatten wir uns zum Ziel gesetzt, einen speziellen Roboterantrieb zu entwickeln, der abweicht von dem, was die Roboter bisher hatten, nämlich Motoren, die ja, man einfach von der Stange nehmen konnte, die aber nicht auf Roboter hin optimiert waren. Wir wollten also einen Motor haben, der möglichst großes Drehmoment hat, kleine Baugröße, kleines Gewicht, kleine Verlustleistung, auch geräuscharm. Wir wollten die Schwerkraft simulieren am Boden und so weiter. Und hatten dann eben, das war um das Jahr 2000, erstmalig die Möglichkeit, solche Ziele wirklich computertechnisch zu formulieren. Und über, ja, man kann schon sagen, jahrelange Optimierungen dann auch ein entsprechendes Ergebnis zu erzielen. Das war dann der ILM, von dem wir sagen konnten, bei gleichem Drehmoment wie andere Motoren hat er nur mehr das halbe Gewicht und die halbe Verlustleistung. Und sowas ist wichtig, auch gerade im Weltraum, aber auch auf der Erde. Und er war eben optimiert auf dieses ständige Reversieren der Bewegung eines Roboterarms. Also ständig hin und her mit höchster Dynamik, muss nicht unbedingt beliebig schnell sich drehen. Also der erste speziell auf Robotik hin entwickelte Motor, der ja bis heute gebaut wird von TQ und immer weiterentwickelt wird.